mal durch an Braun, dass wir gerade noch ein Munitionslager vorbereiten, das zu sprengen. Oh, ich sehe die Kaskom, sehr schön. Darüber hinaus wird Schwarz hier noch versorgt und dann sind wir bereit. So verstanden. We'll teach you how to take care of yourself, your family and neighbors. Jungs, zur Information für euch, Gold ist schon auf Hill 94 und betreibt jetzt Aufklärung auf die Objectives. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder die Zeit im Nacken. Gut, dann Red, hörst du mich? Ja. Lass mal AT-Waffen einfliegen. Und die sollen so nah wie möglich an uns rankommen. Alles klar. Bitte auch für uns gleich mit, ne? Ja, genau. Jawohl. Also für beide Batteriezüge. Grün meldet sich auf der 30, Gelb für Grün, komm. Gelb hört, komm. Ja, das können wir auch machen. Gelb fordert AT-Waffen an für beide Züge, kommen. Oder lass uns Roger, so verstanden, Munition, kommen. Also ich habe einen Trupp hier. Ja. Und fließt dann mit einem. Ja, AT-Waffen. Aber ein Trupp. Habt ihr Einfachwerfer oder braucht ihr Munition für eure Werfer? Deine komm. Beiden Trupps können ja hier rechnen. Einfachwerfer, Zerklon, ne? Ja, Einfachwerfer. Ja, Einfachwerfer bestätige, komm. Alles klar. Ja, Roger, wir geben das an die Logistik weiter. Logistik meldet gut, sich bei euch. Ich würde auch den Bodybag mitbringen und weitere Sprengpakete für das Hochsprengen von weiteren Munitionskisten. Ja, die melden sich bei euch. Ihr macht eine Lernzone südlich von euch. Komm. Jawohl, so verstanden. Grünende. Kaum meldet sich Frequenz an, Gelb für Grau, komm. Gelb hört, komm. Wir werden jetzt gleich aufs Objective Lager vorrücken. Dafür wird Schwarz an der Küstenlinie entlang vorrücken und Blau linksseits der Straße grün. Währenddessen wird Braun rechtsseits der Straße grün vorrücken und zwar mit beiden Trupps in einer raupenförmigen Bewegung, also ein Trupp nach dem anderen. Ich markiere jetzt gleich auf der Karte, wie wir dann ins Objective Lager eindringen. Und ja, dann sprechen wir uns gleich nochmal. Ja, höre. Okay, die bringen uns Einmalwerfer, irgendeinen Bodybag und auch noch Sprengladungen. Die melden sich bei uns auf der Long Range. Wir sollen dann Landezone selbst setzen. Der Bodybag ist für die VIP. Jawohl, wir den sollen die den mitnehmen oder was? Ja. Okay. Weil dann hätte ich gesagt, wir gehen mal ein bisschen südöstlich da. Ungefähr auf Höhe Straßensperre unten am Hafen, am Wasser machen wir die Landezone, oder? Ja, genau. Ja, also ich würde sogar fast sagen, die sollen hier versuchen zu landen. Da kannst also du wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, da wird es nichts werden, ja. So, ja. Okay, ja, dann schicken wir mal die. Wer soll denn das wann holen? Ja, das AT-Träger-Team von Schwarz. Von Schwarz. Okay, dann hätte ich gesagt, ich nehme die mal mit. Haubi, du nimmst deinen mit, deine AT-Träger. Und dann machen wir da unten gemeinsam Landezone. Alles klar. Ja. Bussard für Braun, komm. Ist ja nicht schlimm. Solange die nicht hochgehen, ist alles gut. Hier, Bussard. Alles klar. Ready for Fahrplan. Haubi, ich bin an der Baustelle. Ja, ready. Ist der Charlie, Padding North, Receiver Braun, Supply, AT-Waffen, den Bodybag und Sprengmittel, Zeitmark, Violetta Smoke, komm. Wiederholen Sie Punkt 4 und 5, kommen. Supply, AT-Waffen, Sprengmittel und ein Bodybag kommen. Pfeifliner wird gerade durchgegeben. Das ist verstanden. Und Unterlaufgranaten kommen. Wir können auf ATs verzichten, Frage. Und Punkt 5, kommen. Violetta Smoke, kommen. Also mir nach. Anflugwinkel Nord, Braun, einmal IOD-Kiste, einmal Bodybag und Unterlaufgranaten. Markierung über violetten Rauch kommen. Also meine Herren, tut mir schrecklich leid, das ist gerade etwas verwirrend mit der Logistik. Ja, und einmal T-Waffen. Verstanden, kommen. Bestätige. Feinstaub und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. Kann man mal den Diesel ausschalten. Hat noch einer hier, das gibt's ja gar nicht. Und er macht halt die Mauer kaputt. Was denn? Die war schon.
Also hier ist die LZ. Sind im Anflug, markieren Sie die Landezone, kommen. Bestätige ist möglich. So, verstanden, Ende. Gott sei Dank, dass ich gesagt habe, er soll aus Süden anfliegen und Richtung Norden fliegen. Er kommt jetzt aus Osten. Heading North, hast du gesagt. Ja, yep. Heading North, habe ich gesagt. Er kommt aus, er macht jetzt gerade Heading West. Ja, ich bin auch erst ein paar Minuten losgeschoben. Die machen immer, was sie wollen, Hobby. Ja, hätte Heading North gemacht, dann hätte er es gesehen. Ich glaube, der schläft. Hast du mir gerade gesagt, der Black Hawk? Was? Black Hawk? Egal, schaut auf jeden Fall geil aus. Jetzt passt's. Ja, genau. Hauptsache schaut geil aus. Stück rechts. Ja, passt. Jawohl, Melde, Buzzard ausgefallen. Black Hawk down, Black Hawk down. Black Hawk down. Black Hawk down. Bitte einmal der Medic zu mir. Black Hawk down. Na, alles klar. Ja, ja, ist unterwegs. Die AT-Schützen sollen sich die AT-Waffen nehmen und dann direkt vor zur Front. Ja, weg von dem Wrack. Okay. Ach du Scheiße, ich mach mal die Beine, ja? Der Medic ist unterwegs, ja, der Medic ist unterwegs. Für euch mitgenommen, ist der bei LZ Charlie? Ja, der ist bei LZ Charlie, der Probilot ist schwer verwundet, die anderen sind tot. Da brauchen wir gleich einen Medivac auch. Braun mal hält sich auf der 30 an, Gelb für Braun kommen. Ja, bei den Ausladen der Kisten ist ein. Ja. Bug passiert, benötigen Medivac für den Co-Piloten von Bussard.com. Ich bin da. Ey, die AT-Schützen können sich die Waffen nehmen und wieder zurück zu ihren Truppen gehen, bitte. Der Co-Pilot ist bewusstlos vor mir, wir verbinden ihn gerade. Das ist ein verfluchtes Ding, oder? Das sind nur noch Dinge drin. Ja. Bestätige. Ja, Logistik hat Stinger mitgebracht. Oh, wer macht CPR? Ich mach gleich CPR, warte. Ne, der hat Puls, oder? Wahrscheinlich hat Roger die zwei anderen ATs rausgenommen. Gelb meldet sich im Funkkreis an. Braun für Gelb kommt. Grün hört in Vertretung von Braun kommen. Ist der Muni mit.
Können Sie eine LZ in Nähe der Verwundeten, des verwundeten Co-Piloten finden? Kommen. Ihr habt die Lage unter Kontrolle, denke ich. Jawohl, LZ wird eingerichtet. Wie lautet der Name der LZ? Kommt. Wir nehmen jetzt gleich die Kisten und kommen. Bleibt bei LZ Charlie. Haben verstanden, LZ Charlie. Bereite Fiveliner vor und schicke Medivac zu euch. Kommen. So verstanden. Geld meldet sich vom Funkkreis ab. Wieso bereitet der jetzt den Fiveliner vor, Mann? Okay, muss ich noch HLW machen oder macht ihr das jetzt als Submedics? Stormy? Bitte? Soll ich noch CPR machen oder macht ihr das jetzt als Medics? Mach! Hört keiner auf mit CPR, Mensch. Okay, Harvey, ich hab dem gesagt, das LZ ist dieselbe, mach einfach hier nebenan, er macht jetzt aus irgendeinem Grund den Fiveliner zurecht. Ja. Gelb. Ja. Der Sound ist schon edel. Das kann man so unterschreiben, ja. Ich schmeiß ihn mal im Morphium rein. Red, wie sieht's aus bei euch? Ich steck grad mitten in der CPR beim Co-Pilot, der ist schwer verwundet. Medivac ist unterwegs. Ich kann jetzt hier gerade nicht weg, leider. Nee, musst auch nicht weg, kannst da bleiben. Sind die Jungs von Schwarz schon unterwegs? Wiederhol den letzten Teil, bitte. Sind die Jungs von Schwarz schon unterwegs? Ja, die sind schon wieder weg, alle. Fahrzeug nehmen. Alles klar. Das jetzt dahinter geschoben hast. Nein, ich wollte es bloß auf die Seite schieben. Okay, dann hole ich ein Fahrzeug. Warte noch schnell. Ich gebe das mal an die OPL durch, ne? Oder habt ihr das schon gemacht? Haben wir schon lange gemacht. Was, dass du ohnmächtig bist, oder was? Ja, dass hier der Heli abgestürzt ist quasi. Ja, das haben wir schon gemacht, keine Angst. Okay. Magst du... Die AT-Waffen, die hat schon ein anderer Tub rausgenommen, das habe ich noch gehört. Ja, das ist schon weg, das passt schon, die sind schon unterwegs. Da sind AT und Stinger da. Ja. So. Ne, da könnt ihr den Rest aber wieder mitnehmen, das brauchen wir nicht mehr. Die nehmen nichts mit. Was habe ich hier noch entladen? Ach, IOD, dann kriegt er noch die Kiste mit Unterlaufgranaten. Ja, ich lade die Kiste gerade ins Auto. Habt ihr den Bodybag? Negativ. Ist verbrannt. Ja? Hast du den Bodybag? Er müsste in der einen Kiste drin gewesen sein. Ich glaube in der OD-Kiste. Müsste immer noch mal ausladen. Ja, mach mal. Schauen wir dann. Wollen wir. Seid ihr jetzt länger hier? Ja. Dumme Frage. Warte, nun schmeißen wir die eine wieder aus dem Auto raus. Red Stormy, geht ihr wieder vor, wir bleiben dann hier. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wenn ihr alle hier seid, ist auch unterwegs. Genau. Alles klar, Stormy, dann gehen wir zurück zu Zerklon. Genau. Okay, Zerklon, wir gehen jetzt wieder zurück. Braun übernimmt hier. Alles klar. Ja, und zur Info, der Pilot ist wieder bei Bewusstsein. Weiß meldet sich im Funkverkehrskreis an. Braunert. Auftauchen, versuchen zurückzuziehen und mal blau absprechen, was wir nicht denken können. Violett für Braun. Vorsichtig da vorne, blau und schwarz am schweren Kontakt. Frag mich nicht, wo es hier hochgeht. Ah ja, doch, hier. Wie sieht's aus? Wohnen die Sonny?
Fließ mal vor auf die Position von Schwarz. Ist das da, wo die Mauer kaputt ist? Genau, da, wo die Mauer kaputt ist. Da durch. Hört. One Mike bis LZ Charlie. Copy. Achtung, mehrere Bäume um LZ Charlie Gebäude und ein Blackhawk Frack. Ja, so verstanden. Mehrere Bäume und Frack. Achtung, rot-violett folgendes. Aus Südosten kommt Feindfahrzeug, ist aber besetzt mit Sanitäter von Braun. Nicht schießen auf Fahrzeug im Südosten. Kommen. Schon hast du gehört, hier kommt. Red? Ja, ich suche verzweifelt den Aufgang, hab ihn jetzt gefunden. Wir brauchen den Medivac. Ich geh runter. Der ist eh schon unterwegs, der Medivac. Die sind an LZ Charlie hinten. Alles klar. Blau für grün kommen. Hast du Haubi schon Bescheid gesagt, Spolzi, dass die warten sollen mit dem Medivac? Nee. Haubi, der Medivac soll warten. Wir haben hier einen Notfall noch im Grün. Medivac steht bei LZ Charlie. Ist ein gutes Stück. Wir müssen gucken, dass er bei der Gelandetzahl. Müssen noch warten. Wir haben bringen noch einen schweren Verletzten von grün. Ich bin hinter dir, was denn? Da vorne vor ja, steht verstanden. Ein Fahrzeug, das hat halt da kannst du okay, mit denen transportieren. Oh je, jawohl. Red, kann der Medivac irgendwie noch ein Stück weiter hier nach vorne fliegen? Sonst bricht hier die ganze Frontlinie zusammen, wenn wir das halt brennen müssen. Nee, wir haben hier ein Fahrzeug, wir fahren den nach vorne damit. Alles klar. Sag dem Medivac, der soll warten, der kriegt sofort. Achtung, links von dir die Bäume. Ja, schaut gut aus. Mach den Motor bei Ausdauer, 2-3 Minuten. Zack, ein Klom hier ins Auto, ins Cabrio. Und los. Einfach davor, ne? Ja, und links halten jetzt, links halten. Ja. Keine Angst. So, jetzt, anhalten. Wuff. Okay, wo ist der Medivac-Kandidat? TPR? Brauch deine Cash hier vorne. Okay. Dann rauf aufs Fahrzeug. Wo ist blau? Blau für grün kommen. Ja komm, einladen! Wir bringen den hier weg. Zack, und du bleibst jetzt hier, ich fahr mit Stormy zurück, ja? Jawohl, so machen wir's. Ich hab nichts mehr, sorry. Ja, ist gut, ich hör zu. Nee, du hast noch am Osten. Echt? Ja. Okay. Conan, kommst du auch mit rein mit deinem Buddy? Ja, ich komm auch mit rein. Alles klar. Sorry, ich hab grad irgendwie. Micha, kriegst du den rein oder Stormy? Wer macht denn das jetzt? Oh ja. Ja, du bist zu. Alles klar, danke. Oder brauch ich das Blut oder wie? Kannst du auch einladen? Oh, geht nicht. Kannst du auch einladen, ja? Kannst du? Bist da alles klar. Ja, dann noch die zwei Buddies dazu, komm. Jetzt sitzt der auf dem Fahrerplatz. Nee, ist ein englisches Fahrzeug. Die geht nicht? Oder echt scheiße, okay, dann beeile ich mich. Ja, ich bin hier. Kannst du mich auch nochmal kurz abchecken? So, hinter mir weg. Ja. Hat noch einer was? Ja. So. Ja, hinten ist frei. Warte mal, mal gleich zu. Ist hier ein vierter Medic.
Kaumelt sich an, grün für grau kommen. Hört. Sie befinden sich mit Trupp Blau in der Zone. Es wird Cass auf Objective Harpen durchgeführt. Unbedingt Deckung suchen, komm. Ran, kommen Sie ran. Scheiße, was hat er jetzt gesagt, Taubi? Ja, wird er gegeben. Die sollen, Blau und Ding sollen sich in Deckung bestätige, Grau. Da kommt Cass durch. Informationsausgabe, melde mich ab, Ende. Break, warte, Grau für Weiß. Pass auf, Zerakla, und Blau soll die Köpfe einziehen, da kommt Cass rein auf Objective Hafen. Auf 2 und 5. Zerakla, hast du verstanden? Eiert. Ja. Leck noch einen Rucksack für dich. Scheißegal, was der Käse macht, Mann. Zerakla, hast du mich gehört? Nee, war gerade auf dem anderen Kanal. Okay, pass auf, Blau muss die Köpfe einziehen, da kommt CAS auf Objective Hafen rein. Oh, alles. Ja, wir können auch mal wieder zurück, Kaubi, oder? Was? Wir können auch mal wieder zurück. Marvin? Falsche Desktop. Ja, bis jetzt drin. Hi, bist du den Rucksack noch mitnehmen? Ich höre nichts, ich höre null. Jetzt. Bist du den Rucksack noch mitnehmen? Nee, war schon. Ich hab ja einen aufgenommen. Passt doch. Okay. Gibst du dann Stormy noch ein paar Packing Bandages? Hier, Falke, Medivac-Einsatz beendet. Meld dich vom Funkkreis ab, Ende. Ein paar extra eingepackt gehabt in den einen. Melde Gehorsam, oh, falsche Taste. hat noch jemand von euch 556er Gurte? Gurte? Ne, Gurte habe ich keine, ich habe 762er Gurte. Negativ. Na gut, dann ist es halt. Also mir haben sie rein, aber ne. 556 Magazine, aber keine Gurte. Okay, Radim, sag mal dem Zerklon, wir sind soweit. Ja, warte mal. Ich soll melden, Zerklon, Braun ist soweit, was auch immer das bedeutet. Wunderbar, danke. Wir noch nicht. Wir haben ja noch Verwundete, die versorgt werden. Jetzt andere Frage. Hi, du hast die Leiche noch weggebracht, ne? Ja. Oh, komm mal hier, warte. Dafür kriegst du den hier. Die haben Verwundete, das dauert noch, Spritzi. Ja, alles klar. Gut, aufladen, Red, gib mal durch an Braun, dass wir gerade noch ein Munitionslager vorbereiten, das zu sprengen. Oh, ich sehe die Kasse kommen, sehr schön. Darüber hinaus wird Schwarz hier noch versorgt und dann sind wir bereit. So verstanden. Spolzi? Ja, bitte? Oder nein, wir machen das ganz offiziell. Braun für Grün, komm. Ja, Trupp Grün bereitet gerade noch eine Sprengung vom Munitionslager vor und sind danach wieder bereit. Komm. Ja, so verstanden. Gib's weiter. Komm. Grün Ende. Ich bleibe jetzt einfach mal die restliche Mission bei euch. Mal gucken, ob's einer merkt. Das checkt ja gar keiner, oder? Jetzt mal meine Kisten zu sprengen. Wo ist der Rest eigentlich von einem Zug? Ich bleib jetzt bei euch, mal gucken, ob es einer merkt. Die sind da vorne an der Mauer übrigens. Rot-Violett für Braun kommen. Nein, Quatsch, ich geh mal vor, viel Glück noch. Sorry. Ihr habt euch ja schon abgesprochen vorne, was Hafen angeht, wenn ich das richtig gehört habe, richtig? Red halte ich mal bereit, um Braun gleich Bescheid zu geben, aber warte noch kurz. Ja, alles klar, ich stehe die ganze Zeit schon bei Braun. Ah, sehr gut. Warte, einen Moment, geht gleich los. Frag mal, wie lange das noch dauert bei Zerakla hier, das gibt's ja wohl nicht. Ja, ich soll sagen, dass ihr euch... Ey, warte mal, wiederhol nochmal den letzten Teil, ich bin jetzt echt verwirrt gerade. Ja, sind wir bereit, ich will loslegen. Wird dunkel. Also Braun meldet, sie sind bereit. Und was hast du gesagt, Zerakla? Es
Messwert. Mal kurz halten. Ja, warte mal kurz, der hat Funk drauf. Wir machen das jetzt immer so, Haubi geht jetzt zu grün und ich bleib bei braun. Nein. Ja, Red, wir können. Wir können. Ihr seid bereit zum Sprengen. Zum Sprengen und zum Weitervorrücken. Alles klar, gebe ich so weiter. Also grün ist bereit zum Sprengen und zum Weitervorrücken. Braun ist auch bereit zum Sprengen. Habe ich das so richtig? Blau wird jetzt sprengen. Wenn Sprengung passiert ist, dann geht sofort weiter. Also Sprengsignal ist... Tut. Ja, alles klar, Zerraklon. Braun ist auch auf dem Weg. Danke. Guck mal auf die Karte. Blau und Schwarz sind da schon am Objektivhafen dran, Spatzen. Violett, Rot, Zugriff. Blau und Schwarz sind jetzt bereits am Objektivhafen. Ja, Ding ist schon unterwegs. Braun ist schon unterwegs. Sollen wir mal vorne zu Zerraklon fahren, oder was? Ja, wir können laufen. Die sind da vorne an der Mauer. Gelb meldet sich auf Funkreis an. Braun für Gelb, kommen. Hört. Status, kommen. Und sie sitzt. Sind verbunden mit Grün im Angriff auf Objektivhafen. Ich funk gerade. Red, kannst du mal mit der Logistik klar machen, dass sie uns Sanitätszeug nachbringen? Objektivhafen. Ja, alles klar. Haben verstanden, Objektivhafen. Gelb, Ende. Gelb meldet sich vom Funkreis an. Du musst mir sagen. Ja, hier links an die Mauer hier unten. Da vorne an den Silos links. Grün meldet sich auf der 30 an, Gelb für Grün, komm. Gelb hört, komm. Wir benötigen Sanitätsmaterial, komm. Ja, Roger, so verstanden. Wir geben das an Weiß weiter. Komm. So verstanden, Alt. Grünende. Und ja, ich mal einen frischen euren Sack mitgebracht, ne? Ja, gut, vielen Dank. Sehr schön. Reicht Dankeschön. Das nicht? Auch reicht. Halt, kannst Achtung, du Jungs, Fett, Sprengung. Stormy hier. Ja. Oh, ich bin hier. Schöne Sprengung. Rucksack, nimm das dir das raus, was du brauchst. Oh, danke. Achso, Logistik ist jetzt aber gleich, meldet sich gleich bei uns wegen Sun-Material nochmal. Ne? Ha? Kannst du noch 556er LMG-Munition mitbestellen? Jawohl. Die Bandagen, ja, das müsste erstmal reichen. Weiß meldet sich im Verkehrskreis an, grün für weiß kommen. Hier grün, benötigen Sanitätsmaterial. Ich fange nochmal an, bereit für Fiveliner. Hier grün, bereit für Fiveliner? Ja, bestätige, wenn vorne alles frei ist, dann rückt Violett. Ja, fertig für Fiveliner, komm. Die zwei Silos östlich. Kommen. Ach. Red? Fertig für Fiveliner, komm. Ja, Mann, warte mal, scheiße, Mann. Kurz, Standby. Wolltest du haben? Was wolltest du? Also, Fiveliner lautet wie folgt: Auf LZ Hamburger, Heading Nord, Receiver Grün, Supply Sanitätsmaterial. 5,56 MG Munition und Einmalwerfer. Type Mark weißer Rauch. Kommen. Auf LZ Hamburger Heading Nord für Grün Sanimaterial und 5,56 mm MG und einmal AT Werfer. Markierung weiß, komm. So bestätigt, Hinweis, Landezone ist kalt, kommen. Landezone kalt, so verstanden, ETA ca. 10 Minuten, komm. Grün, so verstanden. Zerraklon, Swami? Ja. Gebt ihr ein Blau weiter, dass wir auf diese zwei Einzelgebäude da noch gehen? Ja, mache ich. Blau für Grün, kommen.
diese beiden einzelnen Gebäude von Ihnen in Südost-Ost, die werden jetzt gleich noch von Violett besetzt werden. Grün Ende. Ja, so verstanden, werde das abklären. Red, frag mal bei Gold an, ob das deren Data-Drohne ist über dem Objekthafen. Jawohl. Die könnten sowas doch eigentlich auch uns mitteilen, wenn die uns eine Drohne über den Kopf schicken, oder? Hier Braun für alle Truppteile, Nachschub in Form von Sprunglagen. Grün meldet sich auf der 51 an. Gold für Grün, komm. Gold hört. Hier Grün, Frage, habt ihr eure Data-Drohne momentan über Objective Hafen kommen? Negativ, wir haben keine Data-Drohne, das ist grau. Jawohl, so verstanden, dann Grün Ende, Grün meldet sich vom Funkkreis ab. Wir haben unseren Nachschub negativ als Hamburger. Und ist unsere? Nee, warte mal, das ist grau, die haben gar keine Data-Drohne. Ja, wir haben Abklärung läuft Weiß, noch. Information sehr zäh. Grün meldet sich auf der 52. Grau für Grün, komm. LMG-Gurte angefordert. Grün, grau wird. Frage: Befindet sich Ihre Data-Drohne momentan über Objective Hafen? Kommen? Ja, kommt zur Sprengladung anbringen und dann aufs Objekt vorrücken. Bestätige Data über Hafen, komm. Ja, so verstanden. Grün Ende. Ja, wir brauchen das Medic-Material, also... Ja, grün ist... grau ist das, die Drohne. Okay. Ja, die LMG-Munition auf jeden Fall, die Werfer nicht unbedingt. Ja, das war grau. Ja, also verstanden, ETA immer noch so 5 bis 10 Minuten. Jawohl. Wunderbar. Jawohl. Was ist das? Außer zur Information, grüner Smoke. Ey. Gelb meldet sich am Funkkreis an. Grün, Braun für Gelb, kommen. Grün hört, in Vertretung von Braun, kommen. Was ist denn mit Braun los, kommen? Braun weist gerade die Logistik ein. Ah, okay, dann So, sobald Sie das, sobald Sie Objekt Hafen gesichert haben, sammeln Sie alle Trupps in Verbindung mit Trupp Braun. Zugbraun, Entschuldigung. Und nach Befehl rücken Sie nach Nordost-Ost zum Compound an der Küste vor und treffen sich dort mit Grau, um den Sack zu schließen. Kommen? Ja, Frage, der Compound, wo sich Grau jetzt befindet, oder der Compound zwischen Objective Hafen und Grau? Kommen? Ja, der Compound zwischen Objekt Hafen und Grau, also Nordost-Ost von Ihnen. Kommen? Jawohl, so verstanden. Frage, ist der Compound feindfrei? Kommen? Unbekannt. Kommen? Jawohl, gebe ich so weiter. Kommen? Melden, sobald die Object Hafen gesichert haben und aufgestellt sind. Kommen? So verstanden, melde mich, sobald Objective Hafen gesichert ist und wir uns formiert haben. Kommen? Gelb Ende, gelb meldet sich vom Funkkreis ab. Wollt sie? Ja. Braun vom Bus kommen. Ist der Grüne auch für uns? Kommen. So, hier zwei Schnuggis. Ja, okay. Ja, warte, mir mal zu. Du auch? Schmolzi, wo willst du hin? Schmolzi, du auch? Stopp. Info von der OPL. Wenn... weißt du, Braun, bleib bei Zulu und Standby. Ja. Also, ich habe Ihnen Befehle von der OPL auf jeden Fall. Ja, hast du verstanden, bleib im Standby. Erste Wind. Könnt ihr blau Bescheid sagen, dass die Grünen das nicht entdecken? Blau für Grün kommen. Violett bittet darum, dass ihr sie so ein bisschen mitdeckt. Wunderbar, vielen Dank. Grün Ende. Also gut, beide bereit, beide Zugführer? Okay, folgender Befehl, wenn Objective Hafen genommen und gesichert ist,
sollen wir aufstellen Richtung Nord-Nordost, dieser Compound, wo zwischen Objective Hafen und da, wo jetzt Grau ist, da sollen wir mit Grau uns zusammenschließen. Alles klar. Okay, wir arbeiten da noch so ein bisschen einfach. Weiß ich gar nicht. Hast du Pfeile in diese Punkte? Auch für Maffe Grau und Schwarz. Was kommt denn da hinten noch ein Heli? Was ist denn das? Und dem Compound ist noch Hyde. Das ist ein Hyde. Da vorne. Ne, Quatsch. Haube mal nicht so. Was für Bautkopf? Brauchst du Hilfe, Haube? Okay, Zerakla und die Munition ist hier hinten bald angekommen. Ich trage sie zu euch vor. Ja, komm. Ja, okay, jetzt grünes Licht, komm. Ja, komm rein. Ich schieb die Kiste schon mal hinter. Copy, grünes Licht zur Markierung. Wer will was wohin tragen? Alles cool, bin schon da. Wunderbar. Wo du sind, weiß ich. Ich hab schon vor der Map. Okay. Ich kann schon, ich werde euch die Kisten rausnehmen. Denn jetzt hier eigentlich die Granaten und die AT-Werfer? Warte mal, oh, Scheiße. Oh, schon wieder, ey. Geht nicht zu nah ran! Stormy zu mir, ich hab Sam. Für GSG war es das, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Ich sag's dir, die Kisten sind so buggy geworden, Mann. Sonst hat's keiner geschafft, oder? Nee. Ich mach keine Kisten an die Beine. Er hat keine großen dran. Genau, nimm was du tragen kannst und Horido die Waldfee. Grün meldet sich auf der 30, Gelb für Grün kommen. Ja, Gelb hört. Ja, hier Grün melde erneut Zwischenfall mit der Logistik, Helikopter abgestürzt, Pilot tot. Warten Sie. Wiederhole, Pilot tot, Copilot schwer verwundet. Kommen. Roger, so verstanden. Wir geben das an Weiß weiter. Die werden sich bei euch melden. Gib nochmal euren Truppennamen durch, komm. Grün, kommen. Ja, Roger, so verstanden. Weiß meldet sich bei euch. Komm. So verstanden, grün Ende. Wunderbar. Haben die das Medic-Zeichen schon rausgebracht? Mann, ich scheiße, Vyra, ihr seid weiß, gell? Ja, nein, sag bloß. Ah, nee. Deswegen warte mal. Deswegen schieben wir normalerweise keine Logistik aus. Ich versteh's sowieso nicht.
Ich check's auch nicht. Ja, grün meldet sich an der 30. Gelb für grün, komm. Gelb. Ja, korrigiere, das war nicht die Logistik, sondern das war weiß. Kommen. Roger, so verstanden. Hat er noch Schmerz? Das ist immer ja. Alles klar, grün Ende. Ja, sag ihm mal, das Blau macht gerade eine Sprengung bereit, dass die da durch die Mauer kommen. Für Rot eine Sprengung. Ja? Scheiße, du brauchst ja irgendwie rein. Rot. Oder eh nix. Halt euch ein bisschen von der Mauer bedenken. Nein, nein, nein. Das wirkt eh nicht sauber, wenn. Blut hat er eigentlich. Ja, aber es ist so zu wenig. Warte mal. Wiederholen? Ja, Clown sagt dann, Jungs, die sollen die ER-Strokes dran machen. Jungs, es reicht, wenn einer Blue Blue. CPR macht. Okay. Ja, super, und blau und grün kommen. Position. Okay, dann zieh ich ab. Ihr sprecht euch mit Boab da drüben. Ja. Soll mal bitte die alle die ERS-Strokes dran. Vaira? Ja? Russes kannst du nicht verbinden, ne? Ah, ich probiere nur mit The Quick Loves. Red? Bruce ist eine Schiffe. Höre. Kannst du bitte mal grau sagen, dass wenn die da jetzt auf die Objectives vorrücken, dass sie bitte die ERs an sich befestigen, um Blut zu verhindern jetzt in der Dämmerung? Balsam. Ja, alles klar. Balsam für die. Nochmal weitere Informationen. Grau ist auch jetzt gleich mit ER-Strokes ausgerüstet. Grün meldet sich auf der 52. Grau für grün, komm. Ja, grau hat. Zu Ihrer Info, wir haben bei uns die ER-Strokes oder wie auch immer die Dinger heißen, auf jeden Fall die ER-Granaten befestigt. Machen Sie das bitte auch, um Blue und Blue zu vermeiden, komm. Ja, Nachtsichtgeräte nicht aktiv, wir haben Taschenlampen ankommen. Ja, so verstanden. Grün Ende. Ja, Violett, was ist das Grunzen schon wieder los? Red, wir müssen jemanden ausstiegen. Ja, die sollten. Ich habe gelb schon gemeldet. Die haben. Ich habe es aber vercheckt. Ich habe gedacht, das ist die Logistik, die hier gerade abgestürzt ist. Hab dann korrigiert und ich hoffe, dass jetzt die Logistik reinkommt mit dem Medivac. Ich frag die nochmal kurz. Grün meldet sich auf der 30. Gelb für grün, kommen. Gelb hört, komm. Ah, Frage. Wir brauchen Medivac-Einsatz, komm. Ja, Roger, so wie weit. So. Was wir momentan wissen, ist weiß ausgeschaltet. Komm, wie schwer ist es? Komm. Pilot ist tot und. Achso, nee, ich bin ja grün. Wir sind ja, wir brauchen weiß für weiß den Medivac-Einsatz. Ja, das Problem ist, dass weiß Medivac ist. Komm. Ja, kann die Logistik die rausholen? Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Halt. Aber wir brauchen die Stellung bei Weiß. Wartet, Sir Clown. Geben Sie Ihren Einheiten den Befehl, dass sie in Richtung zum Compound vorrücken sollen, wie abgemacht, den besetzen sollen und ihr bleibt dort in Position. Wir holen Logistik ran. Komm. Jawohl, so verstanden. Grün Ende. Also pass auf, Hyatt, Weirat, es dauert. Die arbeiten dran, dass jetzt die Logistik hierher kommt und Sam rausfliegen kann. Das ist erst. Wir haben zwei Logistik-Helikopter. Das kann doch nicht sein, dass wir noch warten müssen. Ihr müsst leider warten. Wir können nicht warten. Seraklon? Ja. Ich komme zu dir gelaufen. Guck dir das an, Seraklon. Also wir sollen jetzt weiter vorrücken, laut Gelb. Hinten ist jetzt weiß halt abgeschmiert natürlich. Die arbeiten dran, dass die Logistik kommt, aber es dauert irgendwie noch ein bisschen. Okay. Und ansonsten, die Truppen sollen jetzt vorrücken auf jeden Fall weiter. Der Angriff läuft schon. Alles klar. Hier grün, komm. Den rausfliegen. Hat. Hier grün, kommen. Naja, wir sollen uns bei euch melden, kommen. Jawohl, benötigen Medivac-Einsatz. Bereit für Five-Liner. Komm. Negativ, wir sind nicht bereit für Five-Liner. Weiß ist soeben ausgefallen. Logistik ist gerade in Auftrag. Und ich kann sie gerade nicht erreichen, weil sie außerhalb meiner Funkreichweite sind. Aber sobald ich sie in meiner Funkreichweite habe, gebe ich ihnen Bescheid, dass ich Logistik
beziehungsweise Buster hat sich auf ihrer Funkkreis meldet und dann gebe ich das weiter. Kommen. Grün hört. Frage, wer spricht gerade? Habicht, Anführer der Gruppe Silber. Ja, so verstanden, weil wir brauchen Medivac-Einsatz für ja, Weiß. Dann, Weiß ist hier abgestürzt. Komm. Naja, wieso verstanden? Pilot von Weiß neben mir, Rest der Crew wahrscheinlich bei Ihnen kommen. Ja, wiederholen Sie den letzten Teil bitte. Pilot von Weiß ist an der Base. Rest von Weiß ist bei Ihnen kommen. Ja, der Rest von Weiß ist bei uns und muss ausgeflogen werden. Naja, so verstanden. Gebe ich weiter. Bitte die LZ angeben. Kommen. Ja, korrigiere, wir haben zwei Verwundete. Den Funker von Braun hat's auch noch erwischt. Also jetzt bereit für Fiveliner, komm. Ja, positiv. Bereit für Fiveliner. Jawohl. Fiveliner lautet wie folgt. Auf Landezone Hamburger. Heading Nord. Empfänger grün. Zwei Verwundete. Markierung grünes Licht. Zur Info, Landezone ist kalt. Kommen. Ja, so verstanden. LZ Hamburg, Heading Nord, grün, zwei Verwundete, Landezone wird mit grünem Licht markiert, Landezone kalt. Kommen. So bestätigt. Kommen. Ja, so verstanden. Melde mich wieder von Konkurrenz ab. Bottom up, break. Hier ist Bussard. Wir sind in der Nähe von Landezone Hamburgers. Vielleicht können wir das übernehmen, kommen. Ja, positiv. Hier ist Anführer von Trupp Silber. Ihr Auftrag lautet jetzt für Trupp Grün. Ja, LZ Hamburg, Anflug Richtung Nord. Zwei Verwundete. LZ wird mit grünes Licht markiert. Und Landezone ist kalt. Kommen. Fliegen LZ Hamburger an. Mal ganz ruhig. Moment. Nord, Landezone ist markiert mit grünem Licht. Kommen. Ja, so richtig. Zwei so, weg da, Mädels. Da landet gleich einer. Bitte auf diese Funkbegrenz bleiben und mit Grün sich auseinandersetzen. Kommen. Zwei Verwundete, verstanden. Also hier kommt er jetzt gleich rein. Trupp Gelb meldet sich dann jetzt mal an. Für Grün und Braun. Hat sich erledigt. Funkspur annulliert. Was wollt ihr jetzt von Gelb? Wir wissen, was wir weitermachen sollen. Ja, Compound ist sicher, wir sind nicht erreichbar und ja. Jawohl. Bei Braun ist der Funke ausgefallen. Ne? Ja, hab ich schon mitgekriegt. Den haben wir übersehen da hinten, glaube ich, oder? Ja. Okay, Grün meldet sich auf der 30 an. Gelb für Grün, komm. Gelb hört gerade. Frage von Zug Grün und in Vertretung von Zug Braun. Weiteres Vorgehen, kommen. Wir sammeln uns jetzt in dem Compound, wo unsere Position ist, Position Gelb, wo auch Grau ist. Dort sammeln wir holen Helikopter ran und verlegen wieder zurück zur Basis, komm. Kommen. Warten Sie. Ja, Compound erkannt, so verstanden. Sammeln uns dort und verlegen in die Basis zurück. Kommen. Ja, Roger, so richtig, komm. Grünende. Also wir sammeln uns oben in dem Compound, wo jetzt unsere Trupps sind, und verlegen in die Basis zurück. Alles klar. Grün und Schwarz. Streut sie? Oben sammeln in dem Trupp, in dem Compound sicher und wir verlegen in die Basis zurück. Feierabend. Hey Stormy, hier ist alles cool. Ja, bestimmt, ja, das ist gut.
für alle. Ja, weiter, ja, weiter. Ich höre jemanden. Ja, da ist gelb und grau links von uns. Hier kannst du, glaube ich, stehen bleiben. Stopp. Zu welchem Druck wirken violett? Zu welchem Druck? Braun. Braun. Boah, kann einer mal die Drohne runterholen? Braun, schwarz, braun, ja. Ja. Hol mal deine Violetten ran. Ja, die wissen schon Bescheid, kommen sofort runter. Violetten. Gut, das war's, ne? Ja, ihr könnt euch jetzt gute Arbeit zurückziehen zur LZ Go Out und ja, da warten wir jetzt auf die Chopper.